So, hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Challenge in Isaac Repentance. Ich weiß noch gar nicht, welche wir heute machen. Ich denke aber, wir starten mal einfach der Reihe nach mit Das Spiel ist mir abgeschmiert. Das ist die Challenge, die wir spielen. Was ist denn jetzt? Hallo? Was ist... Das ist ja noch nie passiert. Was ist denn das jetzt wieder hier für ein Anfang? So, darf ich jetzt bitte Isaac spielen? Was war das denn? Ich fahre hier runter, will gerade sagen, ja, wir starten. Ich denke, wir machen es einfach der Reihenfolge nach. Hier. Mit Back-Asswords. Nicht Passwords, sondern Back-Asswords. Wo man voll ausgerüstet irgendwie super OP startet und dann rückwärts laufen muss. Ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird. Man startet also bei Mega-Satan. Und ja, den muss man erstmal dann besiegen. Und kriegt aber, wie gesagt, also man kriegt ewig starke Ausrüstung. Ich habe keine Ahnung, wie dann der Rest von dieser Challenge laufen wird. Ist wahrscheinlich auch wieder sehr viel Glück dabei. Fürchte ich. Ich fürchte, da ist wieder sehr viel Glück dabei. Man hat auf jeden Fall nie das gleiche. Ja, man startet halt komplett mit anderem Stuff. Also, man startet mit komplett anderen Sachen. Man weiß überhaupt nicht, was man hat. Das ist das nächste Problem. Du weißt überhaupt nicht, was du hast, womit du... Aua. Du weißt überhaupt nicht, was du hast, womit du arbeiten kannst. Ich habe offenbar das Dings... Wo der jetzt einfach freiwillig reingerannt ist. Das machst du ganz cool, Last. Aber seit wann kann der so ein Brimstone? Oh mein Gott, ich hab jetzt so ewig nicht mehr gespielt. Und wir schießen irgendwie in alle Richtungen. Wir schießen bunte Tränen und keine Ahnung, was ich alles habe. Wahrscheinlich habe ich auch noch haufenweise neue Items, die ich nicht mal kenne. Und wenn ich da an den Rand gucke... Aua, wie soll man denn so... Oh, Alter, wie war ich wohl jetzt sowas aus? Aua! Aber wahrscheinlich sehen wir jetzt in diesem Video einfach 30 Versuche, Satan zu besiegen und wir kommen hier überhaupt nie raus. Ah, ich kann nicht... Okay, da kann ich in der Mitte stehen. Hat der neue Modi bekommen oder ist es einfach wirklich der alte Satan? Also der alte Mega-Satan und ich kann mich einfach nur an nichts erinnern. Weil für mich sind das alles völlig neue Attacken. Ich kann mich ja... Also, diese Steinkreise, sondern die kann ich und sonst sowas kann ich mich erinnern, aber ansonsten kann ich mich an kaum irgendwas erinnern. Oh, die alte Hand ist down. Das ist doch schon mal was. Was ist da eigentlich für Licht um mich rum? Ist das Licht einfach von dem Raum? Oder ist das ein Effekt? Weil es ist auf jeden Fall nicht diese Verlangsamung, die ich... Oh mein Gott. Ich habe auch kein Space-Item zum einen. Da ist die zweite Hand weg. So, jetzt beginnt der richtige Spaß. Ja, das kenne ich auch noch. Macht er dann irgendwann wieder Brimstone-Packe, ne? Hallo, Last. Ja, das ist jetzt blöd, wenn der gleichzeitig... Ja, Ja, jetzt kommt... Jetzt hat er seine Hand... Was? Moment, wieso kommt die Hand wieder? Das habe ich nicht gesehen. Ich muss den Kopf angreifen, nicht die Hände, wa? Ich dachte, ich muss... Oh, hi. Cool. Ach so, die Hände sind nur so temporär weg. Und dann... Man greift eigentlich die ganze Zeit den Kopf an. Ja, das habe ich gut gemacht. Das hätte ich eigentlich tatsächlich auch noch wissen können. Oh mein Gott, schon wieder. Das hätte ich auch noch wissen können, dass man eher den Kopf angreift. Ciao. So, das war die Runde. Und wir starten völlig anders. Na, seht ihr das? Man geht mit komplett anderen Sachen rein. Das heißt, du kannst einfach mal komplett OP starten und du kannst es lassen. Ich habe wieder kein Space-Bar-Item. Ah, ich habe die Kugel. Ich schieße mit Münzen. Oder was? Ah ja, ich habe die... Ja, okay. Und es droppen irgendwie einfach auch die ganze Zeit Coins. Haben wir sowas wie Money ist gleich Power oder so? Ich habe keine Ahnung. Wait. Ist die Challenge nur Satan zu besiegen? Weil ich sehe bei dem Ziel,
Zieldings sehe ich einfach... Bei dem Zieldings sehe ich einfach nur Satan als Bild. Ich dachte, man muss dann wieder zurück so, dass es praktisch bis ins Basement dann zurückläuft, weil es ja Backwards heißt. Ich dachte, das geht so also rückwärts halt. Backwards. Ich dachte halt, das ist ein Wortspiel. Aber in der Challenge, im Challenge-Ziel ist jetzt nur der Satan-Kopf. Also der Mega-Satan, mein Gott! Der Mega-Satan-Kopf. Okay, hier werden Herzen gedroppt, das ist ganz gut. Liebe. Liebe für gefallene Herzen. Aua! Sammle mal Coins ein, weil vielleicht habe ich irgendein Item, was... Habe ich sowas wie Money ist gleich Power? Nee, also das sehe ich schon mal nicht, dass ich Money ist gleich Power hätte. Oh, aber ich habe Bomben-Items. Drop mal eine Bombe hier vorne, vielleicht macht die ordentlich Damage. Nee, ist nur eine normale Giftbombe ist es halt. Aua. Jo, 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 jo. So viel Müll auf einmal, der hier passiert. Können wir mal wieder ein Herzen droppen oder so? Können wir mal wieder Herzen droppen? Okay, ja, mach sowas, das ist cool. Sehe ich irgendwie, wann der Brimstone mit Brimstone loslegt, sodass ich ausweichen kann? Oder schießt es einfach voll rau? Ja, okay. Okay, er hat so ein bisschen, wenn ich da hingucke. Warte, ah, jetzt geht er in den Hintergrund. Jetzt müssen wir erstmal hier kämpfen. I see. Jetzt muss ich von oben mir im Moment keine Sorgen machen. Muss ich erstmal hier loslegen. Ist es purer Zufall, was man für Items bekommt? Also könnte man... Oh mein Gott, was mache ich denn für einen Schwachsinn? Also könnte man komplett OP hier reingehen oder hat man so eine Grund... Basis, sag ich mal, die, oh mein Gott, die sich das Spiel überlegt. Oder ist es wirklich so Zufall einfach, du kriegst 15 Items? Weil es sind 15, es sind 12 Items. Es sind 12 Items. Kriegst du einfach zufällig 12 Items? More Options ist jetzt auch übrigens die beste, das beste Item, was ich mir hier vorstellen kann. Aber wir haben ein schönes Damage-Up. Also unser Damage ist tatsächlich recht nice. Wir haben den Magneten. Wir haben Ghost Dings dabei. Ach so, ja, zwei Items von den 12 ist natürlich der Schlüssel, um überhaupt hier reinzukommen. Das heißt, eigentlich sind es nur noch 10 Items, die zufällig verteilt werden können. Ja, okay, ich nehme an, es ist dann wirklich purer Zufall, was man bekommt. Es ist dann wirklich purer Zufall, was man bekommt. Oh, und wir haben den Curse of Darkness, der ist natürlich ganz fantastisch. Ja, aber wie gesagt, ich denke, es ist dann wirklich purer Zufall. Und in dem Sinne... Oh, ich kann hier die... Okay. Und so, aua. Und zwar in dem Sinne purer Zufall. Treffe ich eigentlich da? Ist das, reicht es? Ist das ausreichend? Mache ich Schaden? Ich weiß es nicht. Und zwar in dem Sinne Zufall, dass es so ist, wie wenn ich 10 Items hätte... Und einfach jetzt der alles rerollt wird. Ne? So stelle ich mir das vor. Bis halt auf die Schlüssel. Ne? Die Schlüssel sind klar. Die Schlüssel müssen rein. Und dann habe ich noch den Kollegen hier, der kümmert sich jetzt hier um den Quatsch. Okay, jetzt ist zwar einer aufgetaucht, aber er ist auch noch da. Das heißt, er ist im Hintergrund. Okay, wenn hier jemand auftaucht, geht er in den Hintergrund. Ah, zwei sind aufgetaucht. So, aber wir sind gerade mit den Nägeln, sind wir ganz gut. Das sind so Piercing-Shots ein bisschen. Wenn ich jetzt schön ausweiche, kommen wir hier ohne Schaden durch. So viel dazu. Und gleichzeitig irgendwann schieße ich auch mal Feuer. Ich weiß nicht, woran das liegt. Manchmal schieße ich auch einfach Feuer. Und dann gehen die Gegner da auch einfach rein, weil sie es können. Da habe ich wieder Feuer geschossen. Also irgendwie ist es einfach Zufall. Okay, jetzt kommt die ganze Mini-Boss-Phase hier. Oh je. Wir haben nur noch 3 Herzen. Das ist nicht gut. Und ich kriege die nicht aufgeladen. Bisher war es nie ein Space-Item, was ich bekommen habe. Also vielleicht sind Space-Item ausgeschlossen aus diesem Pool an Items, den man bekommen kann. Sind aber alles nur Vermutungen. Sind wirklich... Oh, ich lade mich auf. Ich habe Regenerierung drin. Ich habe gerade ein halbes Herz. Aua! Ich habe gerade einfach ein halbes Herz bekommen, weil ich es kann. So, jetzt ist er auch weg. Nee, er ist noch nicht weg. Jetzt ist er weg. Kommt er jetzt wieder? Jetzt ist er wieder da. Aber jetzt haben wir halt... Und jetzt geht er wieder nach hinten. Oder? Nein, diesmal... Oh, jetzt ist alles da. Jetzt haben wir sowohl den Typ als auch Sati... Okay.
Und wir starten mit Karten und Batterien, obwohl wir nichts zum Aufladen haben. Oh, aber ich hab, okay. Das ist... Oh, ich kann nur schießen, wenn ich auflade. Das ist jetzt garantiert kein gutes Item für die Challenge. Hä? Ich habe mich geportet, weil ich getroffen wurde. Das heißt, ich habe Mom's Pearl. Ich habe einfach Mom's Pearl. Ich habe einfach Mom's Pearl. Ja, da am Rand sehe ich es jetzt auch. Ich habe Mom's Pearl. Es ist in der rechten Zeile. Wenn ich getroffen werde, passiert es, dass ich mich porte. Manchmal wird man teleportiert. Das ist eins der schlechtesten Items, was man mitnehmen kann. Aber wenn ich jetzt ihn besiege, habe ich dann die Challenge geschafft, weil ich durch Zufall hier jetzt hingeportet wurde. Dann darf ich aber jetzt nicht mehr getroffen werden, nicht mehr häufig. Scheiße. Ich muss mal die Kugeln loswerden erstmal. Sonst wird es nichts. Sehr schön. Nein! Jetzt bin ich einfach in irgendeinem Raum gelandet, aber nicht mehr beim... Das war ja aber auch gar nicht der Endboss. Stimmt, das war ja gar nicht. Das war ja einfach nur ein Raum. Ah, das heißt, wir spielen... Wir bekämpfen Mega Satan auch nicht etwa im... Im Dings. Sondern wir... Ja, lol. Wir bekämpfen Mega Satan in... Im Dings. Im, hier. Im Darkroom, genau. Nicht in der Chest, sondern im Darkroom. Das war gerade einfach ein normaler... Ja, aber komm. Also mit Moms... Mit der Perle jetzt weiterspielen, ist es ja Schwachsinn. Ich meine, ich könnte Glück haben und werde einfach irgendwo hingeportet, wo ich rauskomme dann vielleicht. Ja, wir spielen mal weiter. Wir spielen mal weiter. Vielleicht kann man ja die Einzelnen noch irgendwie wieder loswerden. Keine Ahnung. Wir gucken mal ein bisschen. Wir müssen uns ja eh mit dieser Challenge auseinandersetzen. So ist ja nicht. Macht das übrigens gerade richtig gut. Aber das ist... Also die Zusammenstellung an Items ist mit die schlechteste. So, es dauert ewig, bis ich angreifen kann. Wenn ich angreife, mache ich nicht viel Schaden. Wenn ich angegriffen werde, werde ich wegteleportiert. Also das ist eine Kombination an Items. Das ist bisher die schlechteste, die ich bekommen habe. Ja, und da bin ich auch tot. Okay, aber es ist eine interessante Challenge. Im Sinne von, man weiß überhaupt nicht, was man für Stuff bekommt. Ich habe irgendeinen Rasierer. Okay, ich habe das Schokoladending. Das heißt, ich kann ihn zuspammen. Und ich habe den Dings dabei. Den hier, den mit der Kette. Okay, jetzt ist er im Hintergrund. Das ging schnell. Oh, ich hab auch diesen Knockback-Effekt, wo auch immer der herkommt. Keine Ahnung, was dieser Rasierer um mich rum macht oder was auch immer das ist, ne? Und da ist auch noch so ein Auge, was hier rumfliegt. Das schießt einfach auch so ein bisschen los in der Gegend rum. Ah, nee, hier treffen lassen ist ärgerlich. Brauch meine Hits noch. Das ist auf jeden Fall mit einer der lustigsten Challenges, weil man einfach sehr individuell... Ja, ist in Ordnung. Weil man einfach sehr individuell hier vorgeht. Es ist nie ist irgendwas gleich. Ah, nee, Mann! Der muss weg, der macht Ärger! Nein, das ist alles nicht gut. Ich muss hier den, der muss weg. Oh Gott, ich mach kaum Schaden. Scheiße! Oh, jetzt, wo ist meine Schokoladen? Mein Schokoladeneffekt hat sich verabschiedet, okay. Ja, da ist er wieder. Das war interessant. Aber ich mache leider dem keinen Schaden da oben. Warum nicht? Na, das war's. Aus der Nummer komme ich nicht raus. Aus der Nummer komme ich nicht raus. Ist okay. Messer! Ich habe Mom's Knife und ich bin winzig. Das ist super gut zum Ausweichen.
Okay, das müssen wir jetzt nutzen, dass wir mal ein Knife. Wie sieht unser Damage aus? Ja, okay, unser Damage ist nicht so das Beste. Ah, ich kann fliegen. Ich kann auch noch fliegen. Muss ich mir... Gut, ich meine, fliegen ist jetzt hier nicht so... Ne? Gibt Spannenderes, als zu fliegen. Ja, aber ihr seht schon, mit dem Messer. Dem Messer machen wir hier recht gut den kleinen Vierfall. Ja. Sehr nice, sehr nice. Das ist bisher die beste Konstellation, die ich bekommen konnte. Das ist bisher wirklich die beste Konstellation, die ich bekommen konnte. Allein das Messer ist schon übergut. Und dann auch noch, dass ich klein bin und dass ich fliegen kann. So, das macht einfach das Movement fantastisch. Ich kann relativ gut ausweichen. Ah, und ich muss einfach darauf achten, wenn er so runtergeht, dann macht er den Brimstone-Mist. Jetzt geht er wieder nach hinten. Jetzt kommen die nächsten Kollegen. Okay, wir sind mal richtig weit bisher. Weit, wollte ich sagen, nicht weit. Ich glaube, ich kann sogar mit dem Messer einfach an ihn rangehen, ne? Weil das Messer selbst ist ja auch schon mit Kontaktschaden und so. Ich glaube, das geht. Also es ist auch wieder eine pure Glückschallenge. Also wirklich wahr. So, und jetzt ist das Fliegen ganz gut, weil jetzt muss ich auf die Blutspur nicht achten. Und dann kann einfach lustig ausweichen. Na, hier ist nicht viel, wo das Fliegen effektiv ist, aber bei solchen Sachen, so irgendwelche Blutspuren oder so am Boden. Ah, jetzt kommt noch mehr, okay. Wer macht die Kackdinger? Du warst das, okay. Machst mal einen Abflug jetzt hier. Nice, da ist er wieder. Kann ich da einfach rangehen? Ja, ich kann einfach rangehen. Jetzt macht der Brimstone. Genau, jetzt habe ich es verstanden. Geh einfach an ihn. Oh Gott. Black Angel. Don't kill me, please. Oh, irgendwo kommt jetzt die Revenge Fly her. Auch nice. Noch ein schwarzer Engel. Das ist schon ein krasser Kampf gegen den, ne? Muss man mal sagen. Da sollte man wirklich nur reingehen, wenn man OP ist. Ah, flucht. Okay, kommt er jetzt wieder raus? Jawohl. So. Aufpassen. Ja, mach das ruhig. Weich dir einfach aus. Ist alles gut. Dadurch, dass ich so klein bin, ist das gerade echt sehr angenehm. So, damit ist er down. Ach nee, ist er nicht. Ich hab gelogen. Vielleicht kann er mich überhaupt treffen so? Wenn ich fliege? Kann er mich überhaupt treffen? Ich hatte gerade nicht den Eindruck, dass er mich treffen könnte. Hä, er kann... Hä? Schießt er zu hoch? Was ist denn jetzt los? Er trifft mich ja gar nicht. Hä, er trifft mich mit nix? Habe ich irgendwas kaputt gemacht? Habe ich irgendwas gebuggt? Hä? Habe ich irgendwas? Ja, okay. Das war dieser Anfang. Ja, und genau. Jetzt geht's wirklich rückwärts. Oh, hier tauchen jetzt Satan die... Seit wann tauchen hier Satan? Ach du Scheiße. Seit wann tauchen hier Satan-Deal-Items auf?
Ich meine, ich nehme sie alle mit, weil... Ne? Jetzt gehe ich dann mit den schwarzen Herzen, gehe ich da, rasche ich da jetzt einfach durch. Easy. Easy. Da raschen wir jetzt einfach durch. Ui, und es geht rückwärts. Ach komm, nur Bosskämpfe oder was? Wo ist er denn? Scheiße. Okay, so, jetzt bin ich aber hier. Muss ich? Hä? Okay, wisst ihr was? Wir machen das jetzt so. Oh, hä? Ich krieg keine Dings. Oh, das ist nicht so gut jetzt. Ich dachte, ich kann die Schaufel einsetzen. Ich kann offensichtlich nicht die Schaufel einsetzen. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Das habe ich jetzt ein bisschen... das habe ich jetzt ein bisschen verkackt. Ich dachte, ich kann die Schaufel einsetzen und dann in die nächste Ebene gehen. Wenn es nicht gut läuft. Deswegen habe ich die Schaufel mitgenommen. Ach so, und wenn ich sterbe, starte ich bei ihm, ne? Nee, ich starte hier. Ich starte den Raum... Okay, das passt schon. Ich starte den Raum davor. Ah, ich muss natürlich die Räume schaffen... Lass die Schaufel auf. Ja, okay, ich habe mir das nicht so ganz durchdacht. Gebe zu, das habe ich mir nicht so ganz durchdacht. Aber wir müssen ja lernen. Wir müssen ja lernen. Wir sehen auf jeden Fall, man kann böse OP aus dieser Back-Ass-Watch-Challenge wirklich... Oh nein. Wir sehen auf jeden Fall, man kann böse OP in dieser Back-Ass-Watch-Challenge starten. Das sehen wir auf jeden Fall. Hm? Ich würde jetzt nur einmal gerne die Theorie testen, ob es funktioniert mit dem... Weil beim Boss gerade keine Dings aufgetaucht ist, keine Falte, aber ich glaube, das lag daran, weil ich den Boss schon gestartet habe und dann habe ich... ich habe die Aufladung verschwendet. Ach, ich wollte das anders... Mist. Das war nicht der Plan. Ich will jetzt eigentlich gerne... Einmal würde ich jetzt gerne die Aufladung haben. Voll. Dass ich testen kann, ob das funktioniert. Zwei Aufladungen. Den habe ich nicht gesehen, Lul. Ach, das ist ein riesiger Raum. Ah, okay. Okay. Vier Aufladungen. Ist irgendwo ein Herz noch her, vielleicht? Oder eine Bombe? Ein Herz nützt mir nicht. Ein blaues Herz bräuchte ich natürlich, oder ein schwarzes Herz. Ah, ich krieg hier gar nichts. Der blöde Curse of Darkness ist auch noch dabei. So, wenn wir jetzt noch einen Raum schaffen, dann sehe ich, ob meine Theorie funktioniert. Das wäre gut zu wissen für zukünftige Ones. Ja, so viel dazu. Oh, es hat sich trotzdem aufgeladen. Okay. Ja, das war's im letzten Leben. So, zack. Nein. Okay. Also, es geht nicht nach oben mit der Schaufel. Die Schaufel war nutzlos.
Ja, gut. Ja, aber heißt es dann, man muss die... Das heißt, ich muss in den Startraum kommen. Ich muss dahin kommen, wo eigentlich der Startraum ist, und dann komme ich in die nächste Ebene zurück. Wieder, also nach oben. Ja, so wie hier. Jetzt komme ich beim Herzen raus. Ja. Okay, naja, das war's. Das kann ich jetzt knicken hier, leider. Das habe ich blöd gemacht, ich weiß. Don't blame me, please. Da komme ich nicht raus aus der Nummer. Wobei auch sie mich wieder nicht trifft. Woran liegt es, dass ich... Woran zum Teufel liegt es, dass mich... dass mich manche von den Bubbles nicht treffen können? Was ist das für ein... Lol, ich kann hier rein. Wahrscheinlich gehe ich da rein. Was ist das für ein komischer Effekt, dass mich manche Sachen nicht treffen können? Ich verstehe es nicht. Jetzt habe ich gar kein rotes Herz, ich habe nur das halbe blaue. Oh, okay. Da ist irgendwas passiert. Yo. Ich bin halt böse OP. Wenn ich jetzt mehr Energie hätte, wäre das halt awesome. Aber habe ich halt nicht. Ah, nö, Mann. Ah, nö, das ist doch scheiße. Ah, nö, das ist doch scheiße. Ich darf also ein Treffer und das war's. Ich hätte Dings nicht nehmen sollen. Aber ich hab nicht damit... Ich dachte, das läuft anders. Ich dachte, das läuft anders. Ich dachte, ich kann mich aus den Bossräumen sozusagen raus... hier, ne? Mit der Schaufel. Aber auch hier funktioniert die Schaufel nicht. Es geht nur... Ja. Die Schaufel würde nur abwärts gehen und die bringt mich nicht nach oben. Die wird hier nicht umgekehrt. Ja, war dumm. Aber irgendeinen Grund muss es doch haben, dass ich nicht getroffen werde von so Schüssen oder so zu Kram. Ich weiche trotzdem weiter aus, weil ich habe Angst. Ne? Ich weiche trotzdem weiter aus. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde nicht mehr getroffen von manchen Sachen. Welches Item ist denn das, was dafür sorgt, dass ich nicht mehr getroffen werde? Es muss irgendein ganz crazy Item sein. Na, ich bin ja... Also ich wurde von... Das Einzige, wovon ich getroffen wurde, waren so Brimstone-Attacken. Aber von so Schüssen werde ich irgendwie nicht getroffen. Aber ich will es auch nicht verschreien. Also in Gegner kann ich ja scheinbar noch reinrennen und dann tut's weh. Okay, wir sind hier. Was ist hier? Das ist ein HP-Up. Das gönne ich mir. Das ist böse wichtig. Wenn das jetzt ein Fehler war, also dann ist es halt so. Also das ist essentiell wichtig gerade. Ich darf es jetzt auch nicht verlieren. Nice. Okay, ab nach oben, würde ich sagen. Jetzt kommt wieder der Boss, den wir in der anderen Ebene gehabt hätten. Ja, aber mit dem Messer. Mit dem Messer ist es halt insane. Shit, wieso bin ich jetzt tot? Hatte ich dich gerade noch 1,5 Herzen? Hatte ich nicht gerade noch 1,5 Herzen? Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas nicht mitbekommen. Ich dachte, ich habe 1,5 Herzen. Ist das halbe blaue Herzfilter verschwunden gerade jetzt durch... Ich weiß es nicht, aber okay. Wir haben ein bisschen was zu der Challenge gelernt. Ich würde es dabei belassen. Nicht, dass ich jetzt den nächsten Run anfange und das ist dann der Run. Aber, also wenn ich nicht fliegen kann und so, dann würde ich fast... Eigentlich könnte man das wieder so machen, dass man resettet, solange bis man einfach super geile Items hat. Ich meine... Ne? Dass man kurz guckt, okay, sind die Items gut? Wenn man fliegen kann, ist das schon mal ein gutes Ding. Wenn man das Messer auch noch hat. Insane. Ja, und wenn man dann auch noch nicht getroffen wird, ich weiß nicht, an welchem Item... Da ist... Okay. Hier ist, wenn ihr mal kurz in die Itemliste schaut, da ganz rechts. Ich glaube, meine Maus sieht man ja nicht.
Da ist das... Es ist ein Item dabei, was ich überhaupt nicht kenne. Und das ist die über dem umgedrehten Kreuz. Das sieht aus wie so eine... Wie so ein... Sternzeichen-Item. Aber... Also, von der Art her, das ist kein Sternzeichen, ich weiß. Es sieht aus wie so ein Sternzeichen-Item, aber es ist so hellblau. Ich glaube, das könnte ein krasses Item sein, was vielleicht dafür gesorgt hat, dass ich diese Bullets nicht mehr... Ich weiß es nicht, aber das ist das Einzige, was ich nicht zuordnen kann. Die anderen kann ich, glaube ich, zuordnen. Ja, wie auch immer. Danke fürs Zuschauen und tschüss. So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac Repentance. Letztes Mal haben wir die Back-Ass-Watch-Challenge gestartet und festgestellt, dass es Items gibt, die hätte ich gerne immer. Zum Beispiel Items, die einfach dafür sorgen, dass ich nicht mehr getroffen werde. Wie auch immer man die bekommen kann, wahrscheinlich super schwierig, keine Ahnung. So, was haben wir denn jetzt alles Hübsches? Wir haben dieses Prism-Ding. Wir schießen Bomben. Das ist auf jeden Fall damage-technisch sehr geil und in Kombination mit dem Prism sehr, 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 sehr awesome. Die Frage ist, machen meine eigenen Bomben mir Schaden? Oh, und ich habe auch den Consume Everything-Kreis wieder dabei. Ja, meine Bomben machen mir Schaden. Das ist schon mal nicht so gut. Aber dann wissen wir schon mal Bescheid. Muss ich aufpassen. Also ich habe noch kein Item, was dafür sorgt, dass ich nicht... Okay, ich muss böse... Ich spreng mich vor allem gerade selbst. Da muss ich böse aufpassen. Na, das wird nichts mehr, glaube ich. Ich glaube, der Zug hier ist abgefahren. Ja, verdammt. Er ist ja noch nicht mal in seiner anderen Phase drin. Jo, okay. Auf jeden Fall eine interessante Kombination, die wir da gesehen haben. Leider nicht die, die ich... Ach, da steht sogar Darkroom am Anfang. Oh, ich habe die Attack Fly. Die Revenge Fly. Also einmal treffen lassen. Nicht, dass ich das... Alter, ich habe kaum... Was ist das? Ich habe irgendeinen Stein, den ich werfe. What? Ich schieße ganz komisch. Ich verstehe überhaupt nicht, wie ich schieße. Ich schieße irgendwie so ganz kurz mal und dann aua. Und dann dafür, ach so, das ist so wie so Monstro, dieses raushauen. Aber es ist irgendwie anders. Es ist irgendwie anders nochmal. Also irgendwie, es ist mit Aufladen, aber auch nicht, weil ich keinen so Aufladekringel habe. Dann schieße ich. Ich raff gerade nicht, wie ich schieße. Ich mache zwar irgendwie Schaden und da sind... Hä, da sind lauter kleine Isaacs. Was? Steuere ich die gerade? Nee, hä? Alter, Leute, ich verstehe gar nichts mehr. Ja, irgendwie habe ich ganz viele kleine Isaacs. Und irgendwie habe ich Zeug um mich rum. Ich glaube, die... Ah, die Tränen, die ich um mich rum habe, das ist wie es... Die folgen mir so. Ich glaube, die machen Schaden. Ja, die machen Schaden. Und die scheine ich irgendwie zu spawnen. Es wird immer wilder, aber ich sehe nichts mehr. So richtig. Ah ja, das war die Runde. Komm, raus teleportieren, das wär's. Einmal raus teleportieren bitte, danke. Mein Speeddown, das ist schade. Oh, ich schieße wieder Münzen. Wie ist mein Damage? Scheiße, ist mein Damage. Und wir haben Chaos. Wir haben Chaos, das bringt uns richtig viel. Ich glaube, das brauche ich ja nicht weiterspielen, oder? Ich würde resetten. Nee, ich würde mich mal umbringen lassen, weil vielleicht werde ich ja wieder belebt. Und bin dann raus aus dem Raum.
das wäre doch schon mal was. Aber erstmal probieren wir nochmal zu kämpfen. Vielleicht wird's ja was. Ja, kann ja einmal gucken. Was haben wir denn noch so alles? Oh, wir haben die Maske, die die Schüsse abwehren kann. Manchmal. Wir spawnen Münzen. Und irgendwo kommen auch Herzen her. Ah, kommen von ihm hier Herzen manchmal? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber irgendwo kommen manchmal Herzen her. Das ist auch gut. Naja, wir probieren es mal. Ach, Mensch, hör halt auf. Ich setze mal eine Bombe, um zu gucken, ob wir auch was mit Bomben haben. Nein. Bomben sind ganz normal. Also ich sehe es ja, wenn ich mal hier hingucken würde, würde ich ja sehen, was ich habe und das dann verstehe. Ah, Mann, mein Gott, ich habe die blaue Map. Großartig. Toll. Die blaue Map ist super wichtig. Die brauche ich auf jeden Fall. Oh, wir haben eh 99 Münzen, wo zusammen nicht Geld ein. Vielleicht will er ja Geld einsammeln. Willst du Geld einsammeln? Bist du so ein Nöbst? Was machst du überhaupt? Ich meine, ich kenne dich. Ich glaube, du gehst einfach nur. Ich glaube, du bist einfach nur. Du. Ja. Ich glaube, er. Ja, ist egal. Ich glaube, er kann so als Ding fungieren, auf den dann die Gegner draufgehen. So, die konzentrieren sich dann auf ihn und dann nicht mehr auf mich oder sowas. Was aber hier jetzt halt völlig useless ist. Oh Gott, das dauert ewig. Aber wie gesagt, ich würde mal... Komm, wir kürzen das mal ab. Ich sterbe mal eben eine Runde und hoffe, dass ich mit einer halben Chance wiederbelebt werde. Ja, aber wir starten bei Mega-Satan. Ja, das war's dann komplett. Wir starten bei Mega-Satan, wenn wir das machen. Lass mich raus. Okay, dann können wir es auch beenden. Okay, ich dachte, ich... LOL. Lass mich raus. Ich will das nicht. Ich habe gerade einfach zweimal das Glück gehabt, wiederbelebt zu werden. Ne? Das ist... Können wir das Glück bitte in einem guten One mal haben? Das bringt ja so nichts. Gut. So, wir haben irgendeine Spur hinter uns. Wir haben das Blatt. Das heißt... Oh, das Blatt ist interessant. Das Blatt heißt ja, wenn ich... Oh, okay, ich habe auch interessante grüne Schüsse. Das Blatt heißt ja, wenn ich jetzt einfach stillstehe. So. Kann mich jetzt noch irgendwas jemals treffen? Das Problem ist halt, man muss... Ja. Ne? Mache ich da viel Schaden? Naja, geht so. Habe ich sonst noch irgendwas, was relevant ist? Gut, irgendwo kam ein Herz. Ach, das kam von der Karte. Ja, doof. Klar. Ja, ach, ich realisiere das immer nicht, wann er das macht. Oh, ich habe diese komische Wolke auch. Die kann ich ja, glaube ich, in die Gegner reinschicken. Und dann macht die irgendwie Schaden. Da ist nochmal so eine. Ach, ich muss das mal realisieren, wann er die Kacke da macht. Ja, ich dachte, ich kann hier besser ausweichen, aber hat nicht funktioniert. Okay, irgendwie ist das egal, was die Dinger machen. Nee, das, guck mal, das ist, dauert alles viel zu lange, bis er da mal irgendwie, irgendwas erreichen. Da kämpfe ich ja 3 Jahre lang. Nee, das ist nicht die Kombination, die ich gesucht habe. Nee, das Spiel kommt, das Spiel gar nicht weiter. Das ist scheiße. Ich habe einen Holzscheitel bekommen. Und the door. Oh, ich habe einen Laser. Laser ist nice. Machen wir auch gut Schaden? Ja, wir machen gut Schaden. Und ich hab irgendein Item, was Tiers abwehren kann. Oh, ach mein Gott. Und ich schieße noch zusätzlich Nägel. Also ich habe mehrere Sachen. Ich habe, glaube ich, Tech 5 ist das wahrscheinlich. Ach nee, das ist der Baby-Dings, der Laser macht. Der Baby-Dings macht Laser. Okay, never mind. Ich hab nichts gesagt.
Ich mache die kleinen Nägel. Die sieht man kaum. Wahrscheinlich. Ich re... Mann, wann lerne ich denn, dass wenn er erst so runtergeht, dass er dann erstmal Dings macht? Wormstone. So, jetzt sind wir schon in der Phase. Aber ich habe viel zu viel Energieschilder verloren. Das ist nicht gut. Und diesmal muss ich halt auch blöderweise wieder aufpassen. Auf so... Ja, Blutspuren und so am Boden. Was nicht gut ist. Macht die Sache deutlich schwieriger. Ah Mann, wir hatten... Der Run mit dem Messer, der war eigentlich... Also das war... Das war eine echt gute Chance. Das habe ich leider dann mit blöden Entscheidungen, habe ich mir das halt verhauen. Gut, mit blöden Entscheidungen und mit schlechtem Skill. Und ich hatte das Pech, dass wir... Also ich, gut, ich schieb's mal auf den Dark... Darkness Curse. Weil ich ja nichts gesehen habe gegen Satan. Ist egal. Oh mein Gott, aber... Ah, es reicht alles nicht. Das ist alles kacke hier. Gott, der Anfang ist so schlimm in dieser Challenge. Wieso dauert es denn so ewig? Machen wir doch nicht so viel Schaden, wie ich dachte. Ach, geh heim. Jetzt ist er. Jetzt sind sie weg. So, hier. Ja, das haut mich um. That's it gewesen, würde ich sagen. Jetzt bringst du. Ja, ich wollte es gerade sagen, jetzt kommt das, aber ich war zu langsam. Was soll's? Okay, ganz viele Pillen. Eine davon ist eine Telepille. Come on. Come on, bring mich raus. Oh boy, oh boy. Oh boy. Telepille. 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 Speed up und Speed down. Oh, aber wir haben Dings, wir haben die Dinger. Die sind cool. Und wir hatten irgendwie so einen Schild, der jetzt allerdings dann ziemlich sicher weg ist. Ach, ich... Können wir bitte wieder dieses geile Item haben, was ich nicht zuordnen konnte, was aber ziemlich sicher dafür gesorgt hat, dass... Aua! Alter, mein Schaden ist ja richtig... Oh mein Gott, ich bin ja gleich tot. Wer hat er denn das geschafft? Hatte ich so wenig Kerzen am Anfang, oder was ist los? Ach, come on. Nee, Herz hat man, glaube ich, immer... Herz hat man, glaube ich, immer so viele, wie da oben sind. Ich glaube, da hat sich nichts dran geändert. Das heißt, die Items, die man hat, haben keinen Einfluss auf die Herzen. Zumindest nicht in dem Sinne. Ach, komm. Oh Gott, ich will wieder das Messer. Das war so ein guter Musik. Okay. Aber diesmal kann ich getroffen werden. Das ist der Unterschied. Diesmal kann ich hier oben leider getroffen werden. Ja. Das ist jetzt der Feine. Oh, ich habe ein Doppelmesser. Oh mein Gott, zwei Messer. Okay. Wir müssen jetzt hier ganz vorsichtig durchspielen. Was haben wir noch? Ja, das Doppelmesser kommt durch die Brille. Okay, okay, okay. Wir haben den Ice Cube. Ah, ja, 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 ja. Sonst nicht so... Oh, wir haben mega viele Bomben. Sind das normale Bomben? Ja, okay, aber wir haben mega viele Bomben. Also sollte ich mal irgendwas mit Bomben machen wollen, weiß ich Bescheid. Habe ich hier gute Sachen dabei. Bin leider sehr langsam, das ist ein Problem. Und ja, die Reichweite von den Dingern ist natürlich nicht so hoch. Ich wollte gerade sagen. Hier können wir kurz die Hände erstmal... Okay, da ist er wieder in der Phase. Ah, das Dumme ist, wir werden getroffen und ich krieg keine Energieaufladung. Ich darf jetzt nicht mehr viel, nicht öfter getroffen werden. Oh mein Gott, mit der Situation
so zu Dings kommen, wäre schon ziemlich sick. Ne? Also mit der Situation zu... Was macht eigentlich die Kerze, die mir folgt? Die macht überhaupt nichts. Oh Gott. Ich bin zu langsam für den. Oh mein Gott, ich bin zu langsam für alles. Warum bin ich so slow? Oh, nee. Nee, der macht auch wieder so Kacke. Ah, ich komme hier nicht durch. Hör auf, die Scheiße da zu spawnen. Du weg. So. Nee, das, ich habe viel zu viel Schaden genommen. Ach, come on. Scheiße. War ein guter Ausgangspunkt. Aber gut, was soll's. Wir kriegen noch genug gute Ausgangspunkte. Normale Tiers? Mit, oh, nee, die sind nicht normal. Die machen, die machen Dinge. Die leuchten irgendwie so komisch. Wie viel Schaden haben wir? Naja. Das meiste kenne ich nicht so wirklich. Boah. Egal. Nein. So, solange wir ausweichen, ist es eigentlich egal. Solange wir ausweichen können. Sag ich mal an der Stelle. Ah, ich hasse es, wenn er das tut. Und er weiß das ganz genau. Alter, was ist denn los? Machen meine Tränen irgendwie so, dass diese Dinge anders laufen? Irgendwie wirkt es, als würde ich die beeinflussen. Ist wieder zu spät gemerkt. Jetzt geht er zum ersten Mal nach hinten. Oh Gott. So kann man sie an etwa sich denken, in welcher Phase man gerade ist, ne? Also das ist nix. Nee, das ist nix. Ich meine, schaut euch das an, wie lange wir brauchen. Nee, komm. Okay, komm, Telepille. Experimental Pill, ne, die brauche ich nicht. Okay, was habe ich... Okay, ich kann nur schießen, wenn ich voll aufgeladen bin, aber dann kommen auch gleich 3 Millionen Bomben raus. Das macht jetzt einiges sehr kompliziert. Ich habe sonst keine Möglichkeit anzugreifen. Ich habe nur die Bomben. Chillig. Meint, das macht ordentlich Schaden. Will ich gar nicht bestreiten. Ne? Aber es macht natürlich Möglichkeiten, mal kurz zu schießen. Ja, unmöglich. Ich kann nur schießen, wenn ich voll aufgeladen bin. Das ist sehr, sehr ungünstig. Oh, da ist noch viel. Cool. Hä? Okay. Tch. Alter. Weil, wie gesagt, solange wir gut durchkommen, soll es mir recht sein. Aber ich fürchte... dass das so eher nix wird. Jetzt geht er wieder nach hinten. Jetzt kommt die nächste Phase. Na gut, wir haben noch mehr als die Hälfte der Herzen. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Aber wir wissen halt auch, was alles noch kommt. Und wie gesagt, also die Situation, dass ich nur kämpfen kann, indem ich Bomben verschieße und das auch noch ewig braucht, bis die aufladen, ist sicherlich nicht die beste Ausgangslage.
Gerade wenn ich dann so gegen Sachen kämpfen muss, wie irgendwelche Laseraugen, wo es einfach schnell gehen muss, die zu besiegen. Da ist das ganz ungünstig. Ich kann halt nicht, ne? Ich kann hier drücken. Ich schieße normalerweise nichts. Ich schieße nur, wenn Bomben rauskommen. Das ist die einzige Möglichkeit anzugreifen. Und dann bin ich auch noch verflucht langsam. Ja, jetzt kommt hier der Mist wieder. Ne, gegen so viele Gegner sind diese Bomben. Ich denke halt, ich habe genug aufgeladen und dann reicht's nicht. Das ist... Oh, ist das kacke. Ach, das war's komplett. Ja, was soll ich tun? Also... Ja, das ist... Schwachsinn. So, was haben wir jetzt? Wir haben einen Geist dabei. Ich glaube, wir haben den Wafer. Oh, wir haben so einen Lichteffekt. Wiggle, wiggle. Weiß ich, ob das... Wiggle, das brauchen wir nicht. Komm, weg damit. Au. Okay, die Hände sind auf meiner Seite. Solange die auf meiner Seite sind, machen die dann auch Schaden für mich. Ich weiß es nicht. Okay, das Auge da saust ein bisschen rum. Naja. Ach, und der Geist, der geht auf die Gegner. Okay, der Geist geht auf die Gegner. Nein, ich will dieses Wiggle-Wiggle nicht. Ich kann das mal hier in der Ecke jetzt bleiben, bitte. Dämliches Trinket, Alter. Ach, Mann. Aber damage-technisch, also wir... Oh. Ah, wir machen Regenerierung. Ah ja, ich sehe, ich habe Regenerierung drin. Dieses lilane Ding. Ein Item-Ding. Aber das ist halt auch wieder so Damage, der einfach 3 Jahre lang dauert, ne? Wir sind jetzt gerade mal hier. Ah, ich wollte gerade sagen, wie lange denn noch? Da hat sich die Frage beantwortet. So, Nummer 1 ist down. Gott, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Weil das so ewig dauert. Das ist eigentlich für mich keine gute Ausgangslage, wenn wir jetzt erst hier sind und es schon seit Ewigkeiten spielen. Na, das ist für mich eigentlich... Ich würde dich am liebsten dich einfach resetten, ganz ehrlich. Weil es wird jetzt ja auch nicht besser im Verlauf. Mach dich jetzt weg. Oh mein Gott. Habt ihr gesehen, wie lange es gedauert hat, bis wir den besiegt hatten? Oh mein Gott. Ey. Nee, komm. Ich hab keinen Bock mehr. Okay. So,
So, was können wir? Normale Schüsse. Gewalt nützt mir nichts. High Priestess kann ich einsetzen. Two of Spades nützt mir nichts. Two of Diamonds nützt mir nichts. Joker, Abflug. Nützt mir aber leider alles auch nichts, weil jetzt lande ich wieder bei Satan. Leider lande ich jetzt wieder bei Satan. Ich habe auf was anderes gehofft. Naja. Na, das Ding. Ich habe zwar so einen Mini-Brimstone-Dude dabei, aber wie gesagt. Ja, vielleicht hilft mir das Mini-Brimstone ein bisschen, aber ich fürchte nicht allzu sehr. Wobei wir jetzt schon recht schnell in dieser Phase gelandet sind, das muss man mal sagen. Nein. Aber jetzt brauchen wir trotzdem wieder ewig, bis wir aus der Phase raus sind. Ach Mist. Nee. Voll. Ach so, weil ich ja... Das mache ich zwar richtig schön Schaden, aber ich fürchte... Ja, wir können mal gucken. Wenn wir jetzt Energie wieder bekommen würde von irgendwas, dann wäre das natürlich schön. Ja, diese Klebe, Furzbomben, was auch immer das ist, sehen auch ganz lustig aus. Aber ich glaube, die machen nicht so viel Schaden. Würde ich jetzt mal vermuten. Ach man. Also ich würde jetzt sagen, wir Skull besteht in zwei Dingen. Entweder super OP hier in den Kampf reingehen, also wirklich super OP, nicht so ein bisschen. So wie vorhin mit diesem komischen Item, was mich einfach nicht mehr die Schüsse treffen, ne? Also wo ich einfach komischerweise unter den Dingern durchgehe. Das war wild. Und, ja, also nicht und, sondern oder Teleportation. Teleportation hier raus. Gerne auch mit Mom's Pearl. Da habe ich gar kein Problem mit. Mom's Pearl ist zwar ein Scheiß-Item für den ganzen Rest des Runs. Wobei, wenn man immer wieder aus den Bossen rausgeportet wird, wenn man getroffen wird, ist das eigentlich gar nicht so doof. Das ist eigentlich gar nicht so doof. Okay, was bin ich denn? Bin ich ein Löwe? Boah, ich habe einen ganz kleinen Schuss. Ah, und den Schokoladeneffekt, okay. Das heißt, ich kann wieder spammen, aber es nützt mir nichts. Nice. Zwei Batterien. Ich wollte schon immer zwei Batterien haben. Ach, die kleinen Schüsse kommen von ihm hier. Ja, okay.
Ich kann immer gar nicht unterscheiden, von wem die Schüsse kommen, weil es einfach so wild alles aussieht. Ja, aber ich meine, guckt euch das an, wir machen praktisch keinen Schaden. Ich kann jetzt was spammen. Aber das ist effektiv so gut wie nichts wert. Wenn die nicht sofort drauf gehen, sehe ich das, dass das nichts. Oh, ich habe einen Kreis um mich. Ich habe den Schild. Ich habe volle Energie. Ich habe normale Tiers. Aber der Schild ist natürlich gut. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser. Ne, der Schild ist awesome. Und ich habe ein Herz um mich rum. Okay, aua, aua, aua. Was macht dieser Kreis um mich rum? Was kann der? Okay, ich habe irgendwie wurden Sachen gespawnt. Bin ich getroffen? Ah, ich habe wieder diese kleinen Mini-Isaacs auch aus irgendeinem Grund. Könnt ihr mal Herzen spawnen? Ich würde den. Hä, hey, wo werde ich ihn getroffen? Ich habe so ein Herz hinter mir. Hä? Was war's da drüben? Also ich fürchte, durch dieses Herz habe ich irgendwelche anderen Quellen noch umgetroffen zu werden. Das Schild an sich ist geil. Und das Schild ist super awesome. Aber das Schild reicht nicht, weil ich andere Quellen habe, wo ich getroffen werde. Das ist ein Problem. Und mein Schaden ist halt auch super langsam. Also ich sehe, ich bin jetzt erst in der Phase, die meist übersprungen wurde sogar. Also normalerweise sind wir gleich bei den apokalyptischen Reitern gelandet und jetzt sind wir hier. Das ist, ja, ich sehe jetzt ja, mein Schaden ist kacke. Das Schild ist awesome, da sind ja auch die apokalyptischen Reiter. Das Schild ist awesome, aber mein Schaden ist kacke. Ja, nee. Nee, das bringt so nichts. Komm, wir beenden das hier. Letzter Versuch für heute. Ich will halt nicht wieder so Stundenparts jetzt hinbekommen, ne? Das ist so ein bisschen mein Problem. Pille, Pille! Oh, ja, okay. Wir haben eine interessante Schussvariante. Wir schießen einfach dauerhaft. Ich weiß nicht, wie viel Schaden ich mache. Nicht viel. Aber Tiers ist halt insane. Also das Tiers-Up ist insane. Aber ich fürchte, das nützt mir nichts. Weil wenn es nicht auch gleichzeitig viel Schaden bedeutet. Das ist böse useless. Naja, nicht useless, aber ist da schon, was ich meine. Jetzt. Okay. Okay, wir sind jetzt schon in der Phase. So useless ist es scheinbar nicht. Mal gucken, wie lange die dauern. Nein, ich bin da oben. Ich bin da oben ganz kritisch. Scheiße. Das ist. Es ist noch lange nicht der Weisheit letzter Schluss. Und ihr seht's auch, wir haben Items am Rand, ne? Die brauchen wir überhaupt nicht. Wir haben diesen Rucksack. Das ist ein doppeltes Spacebar-Item. So, das nützt mir aktiv nichts. Und ja, ich sehe es gerade, es ist die Milch, die für das Tiers abgesorgt hat. Das passt auch, das passt zur Milch. Okay. Okay. Einen Versuch mache ich noch. Einen Versuch starte ich noch. Okay, die Tiere sehen jetzt nicht so spannend aus.
Monster Damage. Der Damage ist nice. Ich hoffe, das ist auch Damage, der sich wirklich so sehen lassen kann, wie ich jetzt ihn wahrnehme. 13 Bomben. Und es sind Bomben, die... Ah, ich habe die Bomben, die Dinge spawnen können. Das heißt, mit Glück könnte ich Herzen spawnen. Sehe ich das richtig? Oh, das hat gar nichts gespawnt. Oh, nevermind. Ah, ja, es ist leider... Also der Damage ist zwar gut, aber ich glaube, wir... Keine Ahnung. Ja, okay, wir sind jetzt in der Phase. Mal gucken. Das ist immer so ein bisschen mein Maßstab. Ich weiß, ob das richtig ist, das als Maßstab zu nehmen. Das ist immer so ein bisschen mein Maßstab, wie schnell dann die Gegner hier kaputt gehen. Was den Damage angeht. Ah, ist okay. Weil ich habe halt schon wieder nichts. Ich sehe mich halt in der, mit der Situation sehe ich mich halt nicht durch die zweite Phase kommen. Durch die Phase, durch die ich nur bisher gekommen bin, weil ich nicht getroffen werden konnte. So, ich war literally unbesiegbar. Und habe es dann verkackt, indem ich schlechte Entscheidungen getroffen habe, nachdem ich hier raus war. Ich habe da nicht nachgedacht. Aber hey. Puh. Aua. Ey, wo? Ich hab nix. Ich hab keine. Ich weiß nicht, was mich getroffen hat. Okay, jetzt weiß ich, was mich getroffen hat. Von wie viel will ich mich noch treffen lassen? Gut, machen Abflug. Oh, Pille! Ich komm nicht ran. Bestimmt, die können auch Pillen droppen, ne? Oh, die können trotzdem. Okay, er kann auch Herzen droppen. Er hat dann ein Herz gedroppt. Das wird nix. Nee. Okay. Wir belassen es mal dabei. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.